Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem neuen Testvideo. Wir haben heute für euch Carrera Go und zwar die Police Chase Variante. Ihr seht schon, um was es sich handelt. Das ist die aktuell ja mit günstigste Carrera Bahn, die es so gibt. Es gibt da ja mehrere Serien, unter anderem die Go-Serie. Wie gesagt, das günstigste Segment, ein bisschen mehr für Kinder gedacht oder halt für Wiedereinsteiger zum Ausprobieren. Ja, von der Qualität nicht vergleichbar mit den höherwertigen Serien, aber wir testen das trotzdem mal und schauen uns mal an, wie alles funktioniert. Ja, ihr seht hier schon, Highspeed ist das Thema, Maßstab ist hier wohl 1 zu 43, Slot Racing System auch hier 1 zu 43, die ganze Bahn ist 6,8 Meter lang, beziehungsweise also 6,8 Meter Strecke. Ja, und ihr seht auch hier schon, wir haben hier so eine Steilkurve, wir haben zwei Loopings. Also ein bisschen auf Action ausgelegt, das Ganze. Ja, die zwei Fahrzeuge sind dabei. Zwei Lambos, schwarz und grün. Und wir packen jetzt direkt mal aus, schauen, wie das Ganze sich so darstellt. Dann baue ich die Bahn auf und wir testen es gemeinsam. Das Ganze kommt als eine Art Koffer. Hier ist so eine Trageschlaufe. Die Rückseite ist mit Klebeband zu, das entferne ich mal schnell. So. Hier nochmal verklebt, auch das entfernen wir direkt. So, und dann präsentiert uns auch schon hier der Inhalt. Wir haben hier einmal eine Anleitung, wie die Strecke aufgebaut wird. Verschiedene Teile, daher muss man da wohl ein bisschen drauf achten. Dann haben wir hier noch, ja, Carrera Boxenstopp. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Carrera-Produktes. So, ein Garantiezettel. Eher irrelevant für uns. Ja, hier exemplarisch hole ich jetzt mal ein bisschen was raus. Die typischen Carrera Slot Race Car Bahnteile lassen sich immer ineinander stecken. Man kann hier recht einfach auch ja, frei mal eine Strecke konstruieren. Das geht problemlos. Hier sind die Stromabnehmer jeweils, beziehungsweise die Leiterbahnen. Die werden zusammengesteckt. Dadurch ergibt sich hier eine durchgehende elektrische Verbindung und man kann eigentlich auch frei bauen. Ich hole jetzt mal nicht alle Teile hier einzeln raus, aber wir gehen direkt mal über zu den beiden Autos. Die sind nicht ganz so wie auf der Verpackung. Wir haben hier zum einen den grünen Lambo. Sieht auf den ersten Blick ganz nett aus. In der Hand, muss ich jedoch sagen, kommt er mir nicht ganz so wertig vor. Er ist sehr, sehr leicht. Und ja, da müssen wir gleich mal sehen im Test, wie er sich denn so macht. Und dann haben wir hier noch einen Lambo in der Police Edition, also als Polizeifahrzeug. Ebenfalls sehr leicht, gibt mir ein bisschen zu denken, ob der sich dann auch auf der Strecke so gut macht, aber das werden wir gleich sehen. Ja, was haben wir noch? Also hier die Streckenteile, dann haben wir hier zweimal die Bedienelemente. Die sind auch, ja, recht billig. Alles etwas klepprig, fällt mir direkt auf. Was das hier hinten kann, weiß ich noch nicht, werden wir dann sehen. Hier wird es zum Gas geben sein. Ja, dann haben wir hier vermutlich noch das Netzteil. Genau hier das Netzteil, um die ganze Sache an den Strom anzuschließen. Die Teile hier, ja, sind entweder für die Steilkurve oder für den Looping, muss ich gleich mal schauen. Und dann haben wir hier auch noch wie früher, also ich kenne das Ganze auch noch so ein bisschen aus den 80ern, ja, so eine Bande, dass die Autos nicht so leicht rausfliegen. Und das sind dann wahrscheinlich die Halterungen dafür. Ja, also so viel zum Paketinhalt. Ich baue jetzt auf und danach testen wir und haben mal ein bisschen Spaß mit der ganzen Bahn. Ja Leute, ihr seht, ich habe aufgebaut. Die Bahn ist recht lang, deswegen schwierig zu filmen für mich hier mit der Kamera.
Was mir direkt aufgefallen ist, der Aufbau war ganz okay, war jetzt nicht allzu schwer. Ihr seht hier die erste, ja, halbe steile Kurve. Die ist nur so ein bisschen steil, das könnte auch noch so halb realistisch sein. Ja, alles andere ist natürlich total übertrieben, wie die beiden Loopings hier. Dann haben wir hier eine kleine Brücke, sieht nicht hoch genug aus, passt aber perfekt von den Autos, kein Problem. Dann haben wir hier Rundenzähler für beide Spuren. Und hier hinten die richtig harte Steilkurve, also ich filme mal so. Ja, ihr seht, definitiv sehr, sehr steil. Ja, und wir fahren jetzt mal zusammen. Wie gesagt, ist nicht ganz so einfach zu filmen. Ich filme euch mal dann den Abschnitt hier. Und ja, es gibt ja zwei Fahrzeuge, den grünen Lambo und den Polizeilambo. Der Polizeilambo hat auch Licht, deswegen werden wir jetzt auch diesen benutzen zum Test. Leider bin ich alleine hier, sonst könnten wir natürlich gleichzeitig beide Fahrzeuge nehmen. Und ja, so, ihr seht, das Fahrzeug ist startklar. Hier habe ich die Fernbedienung. Dieser Knopf hinten ist übrigens eine Art Turbo Boost, den man am besten verwendet, wenn man durch den Looping möchte. Ich zeige es euch auch jetzt mal. So, das hat natürlich nicht gelangt. Neuer Versuch, hier muss man ein bisschen Gas geben. So, und jetzt kommt der Looping und dann gebe ich mit dem Turbo Boost. Ja, dann klappt das auch. Und schon rausgeflogen. Ja, also es funktioniert schon alles. Jedoch natürlich, man fliegt schnell raus und die Geschwindigkeit zu regulieren ist nicht so einfach. Deshalb finde ich, für kleine Kinder ist das eher nichts. Ich würde mal sagen, so ab 6 oder 10 aufwärts ungefähr, je nachdem. Und ja, als Erwachsener finde ich, ist die Qualität etwas ungenügend. Auch so das Fingerspitzengefühl beim Gasgeben ist nicht so gut. Da würde ich eher zu den höheren Reihen tendieren. Deshalb meine Empfehlung hier für dieses Set wirklich nur für Kinder, so zum Einstieg. Und ja, zum Spaß haben und für alles weitere die höherwertigen Karrierereien. Diese werden wir auch testen künftig. Daher lasst ein Abo da, dann kriegt ihr mit, wenn wir die besseren Carrera-Sets mal haben zum Testen. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte ab in die Kommentare. Ich werde mich hier noch ein bisschen mit begnügen jetzt. Und ja, ansonsten schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.